Lionhead Studios. EA. Und Black and White 2. Ja, ne, rennt schön auf dem Pentium und so, ATI. Das Übliche halt, ne? Und damit ein herzliches Willkommen hier zu Black and White 2. 2 vor allem. Genau, 2. Wir haben uns ja erfolgreich schon durch den ersten Teil durchgeschlagen in glatten 100 Folgen. Und natürlich darf dann auch der zweite Teil im Anschluss nicht fehlen. Black and White Göttersimulation aus dem Jahre 2005. Natürlich die Nachfolge von Black and White 1. Und ist etwas leicht anders. Viele Stellen sind vereinfacht, manche Stellen sind deutlich erweitert worden. Und bevor ich hier große Reden schwinge, starten wir gleich einfach mal mit einem neuen Spiel. Ich hoffe, ich habe alles ordentlich eingestellt. Und den Rest, ne, erzähle ich euch später. Erstmal ein neues Spiel. Dies ist der Anfang. Die Geburt eines Gottes. Herbeigerufen von einem einzelnen Gebet. Geboren aus der Verzweiflung. Ein Gott zu sein. Die Mächte des Guten und des Bösen zu kontrollieren. Das ist dein Schicksal. Und nun flieh, kleine Hand. Wir brauchen einen Gott. Bitte erhöre uns. Hilfe! Hilf uns! Bitte! Flieg durchs Universum. Na, wo wollen wir denn noch ganz hin? Hallo? Ah, eine Erde. Mal schauen, was sie da haben. Vielleicht der Kaffee und Kuchen. Wäre nicht verkehrt. Wir sind euer Gewissen. Wir sind ein Teil von euch. Wir helfen euch, der Gott zu werden, der ihr sein wollt. Also, deshalb zeigen wir dir jetzt erstmal, wie ein echter Gott mit dieser Welt verfährt. Aber zuerst solltet ihr einige Grundlagen lernen. Keine Sorge, wir helfen dir schon. Aber wichtiger ist, du brauchst erstmal eine Kreatur. Na los, such dir eine aus. Ja, und da sind sie auch schon wieder, die Begleiter aus dem ersten Teil, Gutes und Böses Gewissen. Und Kreaturen. Da sind sie. Wunderbar, nicht wahr? 4 Kreaturen stehen zur Wahl. Und die Kreatur, die ihr aussucht, weicht euch von nun an nicht mehr von der Seite. Wählt euren kleinen Liebling also weise aus. Jetzt erzählen wir dir erstmal was über die Biester. Alle Kreaturen können zu liebenswerten, schelmischen Haustieren erzogen werden. Oder aber zu disziplinierten und effektiven Vernichtungswaffen. Welches Vieh du wählst, ist eigentlich Schnurz. Das ist das Wundervolle an der Kreatur eines Gottes. Sie kann sein, was immer ihr wollt. Alle Kreaturen werden einmal sehr groß und stark sein. Sie können niedliche, verspielte, neugierige Haustiere sein. Oder sie können kaltblütige Ein-Mann-Armeen sein. Ihr allein entscheidet, ob eure Kreatur gut oder böse ist. Ich kann's nicht mehr hören. Das Biest sollte lieber ein paar Leute erledigen. Eine Kreatur kann Krieg und Zerstörung bringen. Eine Schande, wenn du mich fragst. Egal, welche Kreatur ihr wählt, sie wird durch das, was ihr lernt und tut, geprägt. Die Biester sind ziemlich selbstständig, aber du musst auf sie aufpassen und darfst sie nicht überfüttern. So, habt ihr euch schon entschieden? Klickt mit der Aktionstaste auf eine Kreatur, um sie zu markieren.
Ja, ich habe mich bereits entschieden. Ich hatte ja kurzzeitig auf Facebook eine Umfrage gestartet, welche Kreatur ihr denn nehmen würdet. Und dabei ist herausgekommen, dass ihr den Wolf nehmen würdet. Allerdings hat der Wolf die Tendenz, dass er böse ist. Und ich möchte nicht böse spielen, ich möchte soweit es geht gut spielen. Nur soweit es eben geht. Soll ja abends zum Ende hin etwas schwieriger werden, aber mal gucken. Und daher habe ich, und ne, weil ich auch bei anderen LPs kurz reingeschaut habe, habe ich gesehen, dass viele den Wolf genommen haben. Und daher möchte ich das nicht tun. Meine persönliche Präferenz ist dieses Mal der Löwe. Ne? Wählen wir einfach mal aus. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, guckt euch das woanders an. Ich nehme den Löwen. Wenn du sicher bist, klicke noch einmal mit der Aktionstaste auf ihn. Hier tänzelt er schon durch die Gegend. Wir hatten ja auch zum Ende von Black and White auch die Möglichkeit, den Löwen zu nehmen. Und da habt ihr alle rumgeschrien. Na, ich will den Löwen. Jetzt nehme ich den. Oh, tolle Wahl, Boss. Und da hauen die anderen ab. Bisschen stolz, der Gute, ne? Okay, Boss. Du hast lang geschlafen. Sollen wir dir nochmal erklären, wie sich ein Gott bewegt? Klickt mit der Aktionstaste auf diese Rolle. Dann erfahrt ihr, wie ihr euch bewegen und umsehen könnt. Ja, das Tolle ist, dass ich gar keine andere Wahl habe, als da drauf zu klicken. Oder? Ja, mit wir machen das trotzdem. Manipuliert ihr die Welt, um alles mitzunehmen. Mit der Bewegungstaste könnt ihr euch bewegen. Jo, spannend. Wollt ihr nach links gehen, haltet die Bewegungstaste gedrückt und bewegt die Maus nach rechts. Ja, hier ist das mit der Steuerung alles genau andersrum. In Black and White 1 haben wir uns mit der linken Maustaste bewegt. Jetzt tun wir es mit der rechten und ziehen hier jetzt einfach mal rüber. Steuerung ist recht ähnlich wie im ersten Teil auch. Da ist das hier eigentlich recht langweilig, aber gut gemacht. Ist jetzt halt so. Jetzt müssen wir nach rechts. Wollt ihr nach rechts gehen? Haltet die Bewegungstaste gedrückt und bewegt die Maus nach links. Wir sind sogar schneller als der Löwe. Hahaha. Einfach den Pfeilen. Jetzt kommt er sich hier ganz angehechelt. Gehen wir weiter. Klickt auf den Boden, haltet die Taste gedrückt und bewegt die Maus zu euch, um euch fortzubewegen. Folgt den Pfeilen zurück zu eurer Kreatur. Da hinten hat er schon gewunken. Bewegt die Maus jetzt zu euch, während ihr die Bewegungstaste gedrückt haltet. Hallo, Löwe. Die Kreatur ist hinter uns. Wir müssen zurück, um sie zu finden. Ja, das tun wir doch. Ist kein Problem für uns. Wir sind Gott. Gut gemacht. Jetzt zeige ich euch, wie ihr euren Blickwinkel ändert. Haltet die mittlere Maustaste gedrückt und bewegt die Maus zur Seite, um euch zu drehen. Auch alles kein Thema für uns. Hier Hand in die Mitte und drehen. Bewegt die Maus mit gedrückter Taste nach links. Zack. Jetzt verrate ich euch, wie man nach unten und oben schaut. Oh, ich bin gespannt. Mit der mittleren Maustaste auf den markierten Bereich und haltet sie gedrückt. Haltet die mittlere Maustaste nun gedrückt und bewegt die Maus zu euch. Tatsächlich. Sehr gut. Haltet ihr lernt schnell. Jetzt schlage ich vor, dass wir nach unten schauen. Klickt mit der mittleren Maustaste auf den markierten Bereich und haltet die Taste gedrückt. Ja, auch das ist kein Problem. Haltet die mittlere Maustaste nun gedrückt und bewegt die Maus nach vorne. Zack. Fertig. Hallo, eine Löwe. Lektion fehlt noch, Herr. Die Zoom-Funktion. Zoomt jetzt von eurem Liebling weg. Dreht dazu das Mausrad nach hinten. Ja, und der zoomt einigermaßen schwungvoll. Wunderbar. Zoomt die Kreatur jetzt wieder heran. Ja, fantastisch. So. Ihr seid sehr talentiert, Herr. Klasse, Boss. Ich hätte dir ja gerne geholfen, aber du kennst das ja. Zu viel Stress. Die Befehle, die ihr gelernt habt, braucht ihr, um euch durch die Welt zu bewegen. Ja, haben wir wieder was gelernt, ne? So viel Neues. Was kann ich Diese Neues? Diese goldenen Rollen führen euch durch die Geschichte. Silberne Schriftrollen enthalten Aufgaben.
Bronzene Schriftrollen sind äußerst lehrreiche Tutorials. Doppelklicke dort mit der Bewegungstaste auf den Boden, um schnell heranzuzoomen. Ja, und damit haben wir hier schon die freie Kontrolle über die Welt. Wir können uns hier umschauen, können uns alles genau angucken, können hier die Schriftrollen aktivieren, die mittels dieses Strahls markiert sind. Und wir haben gerade schon gesehen, vieles ist tatsächlich wie in Black and White 1. Natürlich nicht, sonst hätte man das Spiel auch ganz anders nennen können. Wir sind wieder Gott, wir haben eine Kreatur, wir können uns hier anhand unserer tollen Hand durch die Welt bewegen. Aber wir sehen schon, aha, es sieht grafisch schon mal ganz anders aus, eine ganz andere Liga als der erste Teil. Alles ein bisschen schöner, natürlicher. Wie gesagt, von 2005. Ich finde es immer noch grafisch sehr ansprechend. Ist natürlich schon mehr möglich, aber trotzdem schön hier. Da ist eine bronzene Tutorial-Schriftrolle. Ja, und genau die wollte ich auch eben machen. Mein Plan sieht folgendermaßen aus. Ich möchte wieder mal so viel es geht vom Spiel zeigen. Und da, ja, wir könnten dieses Land einfach überspringen, aber ich möchte das gerne mit euch gemeinsam einfach durchgehen. Auch wenn es am Anfang jetzt noch nicht so spannend ist. Aber wir erhalten hier Erfahrungspunkte und alles und da, was wir davon haben, das kriegen wir später noch mit. Außerdem lernen wir dann nochmal gemeinsam was, ne? Alles mitnehmen und so. Einmal draufgeklickt. Beweg die Hand über den Felsen und halte die Aktionstaste gedrückt. Wenn du dir den Felsen geschnappt hast, lässt du die Taste los. Tragt jetzt alle Felsen aus dem Kreis. Das sollte kein Problem sein, das haben wir im ersten Teil ja gut gemacht. Cool. Zack, hochgenommen. Bist du drauf, wie was? Ja. Trag den Felsen jetzt aus dem Kreis und klicke mit der Aktionstaste, um ihn fallen zu lassen. Ich bin schon viel weiter. Alles klar, Boss. Da gehört er hin. So. Coole Aktion. Dann sehen wir da schon 1000 Taler oder was das sind? Da. Ihr habt 1000 Tribut. Das habt ihr euch redlich verdient. Das meinte ich damit. Noch eine Schriftrolle. Noch eine bronzene Rolle. Es gibt so viel zu lernen. Ja, der plappert mir auch alles nach hier, ne? So, nochmal drauf geklickt. Wisst ihr, Dorfbewohner sind sehr vielseitig. Sie vollbringen wundervolle Dinge. Ihr könnt einen Dorfbewohner einfach packen und irgendwo abstellen. Der Dorfbewohner betrachtet das als göttliches Zeichen und wird zum Jünger. Versuchen wir es mal, Boss. Schnapp dir den Typen dort und stell ihn in den markierten Bereich. Ja, wir sehen hier wird wieder alles Mögliche erklärt. Auch die Figuren sehen hier ganz anders aus. Hallo? Ja, winkst du schon? Ich nehme dich jetzt auf hier. Sehr gut. Setzt ihn jetzt in einem markierten Bereich ab. Dann sehen wir schon Brüter. Bekehrter Brüter. Seht nicht hin, Herr. Die Brüter machen das, was solche Menschen eben tun. Guten Tag. Ich habe hingesehen, aber ist nicht schlimm. Ja, was ist mit dir? Du möchtest hier hinten in das andere Feld reingesetzt werden, ne? Zum Beispiel ins... Du möchtest ein Bauer werden. Bekehrter Bauer. Dieser Mensch arbeitet auf dem Bauernhof. Wir können noch einen nehmen. Wie viele passen denn in das Haus rein? Den können wir hier zum Baumeister machen. Bekehrter Baumeister. Hm. Und siehst du den da? Ein Baumeister. Ja, habe ich gesehen. Den können wir auch noch nehmen und hier oben hin tun. Und das ist ein Förster. Bekehrter Förster. Dieser Typ da fällt Bäume. Ne. Alles Roger, Boss? Natürlich. Deshalb sagst du jetzt auch 1000 Tribut ein. Erforschen wir das Land. Klickt dazu auf die silbernen Schriftrollen. Mit der goldenen Schriftrolle auf dem Berg verlasst ihr das Land. Die goldene ist hier oben. Hier sind noch andere silberne Schriftrollen, mit denen wir kleine Aufgaben schon mal meistern können. Sind die anderen Kreaturen eigentlich noch da? Wahrscheinlich nicht. Wie dieser schöne Kreis. Wir können ihr, glaube ich, überhaupt keinen Namen geben, ne? Aber können wir ja so heimlich machen. Aber sie pennt da ganz lieb. Oh. Was die wohl gerade träumt? Weiß ich hier gerade gar nicht. Ne, steht ja auch nicht dran. Und wir gucken hier nochmal weiter, was es dir denn zu machen gibt. Guten Tag. Wenn es einen Gott gibt und du mich hörst, hilf mir bitte! Ich bin verzweifelt. Ein Fels ist in meinen Garten gerollt. Ist das nicht schrecklich? Ich habe es versucht, aber ich kann ihn nicht bewegen. Wenn je ein Mensch einen Gott gebraucht hat, dann ich. Erhöre mich. Das ist doch kein Fels. Erteilen wir ihm eine Lektion. Nein, nein, haltet ein. Wir müssen den Menschen helfen. Ohne sie sind wir nichts.
Und auch hier, huch, nein, Mensch, du kommst da wieder hin. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, dass wir wieder entweder auf der Seite des Guten spielen oder auf der Seite des Bösen. Und hier direkt ist die erste Möglichkeit, wo wir das unter Beweis stellen können, wem wir denn jetzt angehören. Wir können den Stein hier nehmen. Und wir können böse sein, indem wir den auf den Kerl draufschmeißen. Wir wollen doch nicht, dass der Fels auf diesen braven Mann fällt. Oder auf das Haus schmeißen. Oder wir können den Stein einfach ganz freundlich beiseite legen. Zack. Lobe den Herrn! Der Fels ist weg! Mein Garten ist gerettet! Wunderbar! Ihr habt den Felsen bewegt. Der Mann ist überglücklich und alles ist gut. So einer bist du also, Boss. Willst dich hier bei den Menschen einschleimen, was? Ihr habt einen Tribut erhalten. Großartig. Wir haben hier direkt 5000 Tribut für erhalten. Und der Kollege, ne, der freut sich jetzt, dass wir den Garten hier freigeräumt haben. Wobei, wenn ich so einen Stein im Garten hätte, fände ich ja schon wieder cool. Nimmt ein bisschen viel Platz ein, aber der Garten ist doch groß genug. Soll er sich nicht so anstellen. Wie gesagt, alles hier viel schöner, viel idyllischer. Die Bäume wadeln ein bisschen auseinander hier, wenn man darüber streicht. Wunderbar. Finde ich schön. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Wir haben hier noch ein paar mehr Aufgaben. Und je mehr Aufgaben wir jetzt schon hier erledigen, umso mehr Tribut kriegen wir. Und wofür wir den Tribut brauchen, das erfahren wir gleich noch. So, erstmal aktiviert hier. Oh nein, der Wasserfall ist blockiert. Oh nein! Was sollen wir nur tun? Es ist schrecklich! Keine Sorge, wir überlegen uns was. Wurfgeschosse sind cool. Sowohl für den Angriff als auch zur Verteidigung. Heb deinen Gegenstand auf, um ihn zu werfen. Halte die Aktionstaste gedrückt und bewege die Maus in die Richtung, in die du den Gegenstand werfen möchtest. Lass die Taste los, um den Gegenstand zu werfen. Ich weiß noch nicht, was so ganz schlimm daran ist, dass es versperrt ist. Sieht natürlich jetzt nicht so schön aus, ne? Aber ich glaube nicht, dass das Wasser dahinter einfach explodieren wird und dann die ganze Welt untergeht. Wir können hier auch wie im ersten Teil wieder Steinchen nehmen und die natürlich durch die Gegend schmeißen. Und natürlich ist es hier auch nicht ganz so einfach wie im ersten Teil. Aber ein bisschen Übung und ein paar Versuche mehr. Das sieht gut aus. Jawohl. Haben wir schon getroffen. Sehr gut, Herr. Der Wasserfall ist wieder frei. Hat der etwas anderes erwartet? Zweifelt der an unseren Fähigkeiten als Gott, oder wie? Hier ist noch eine Schriftrolle. Wir machen die erstmal alle einfach durch und gucken uns dann um. Weil wir müssen ja nicht so lange hier bleiben. Seht euch diese friedlichen Menschen an. Wunderbar. Wir können ihren Freunden helfen, indem wir sie alle in das große Tal bringen. Ist das nicht schön? Ein friedliches Tal voller Menschen. Klar ist das schön. Und auch hier können wir, glaube ich, wieder gut und böse sein. Wir können die darüber bringen, wir können cool, die aber auch darüber schmeißen. Du hast dir einen Nomaden geschnappt. Ich setze den einfach mal hier ab. Der Nomade ist im richtigen Tal. Genau, wir haben hier unten dieses Feld markiert, wo wir alle Leute hier einfach reinsetzen. Ja, das ist es, ich weiß. Wunderbar. Deswegen mache ich das. Ja. Gut. Das ist ja immer was anderes, weiß ist ja schön. Ja. War das der letzte? Ja, war es, offenbar. Hervorragend, Herr. Ihr habt alle gerettet. Da. Ihr habt 1000 Tribut erhalten. Da haben wir aber eben mehr bekommen. Dieses Land ist abgeschlossen, Herr. Klickt auf die goldene Schriftrolle auf dem Gipfel des Berges, um fortzufahren. Das machen wir gleich. Ich gucke mich noch mal ein bisschen hier oben. Ach, idyllisch. Können wir so dicht ran hier zoomen? Ja, kleine Schweinchen. Ja, Schweini sind hier. Die freudig vor sich hin leben. Und oh, es regnet. Verdammt, ich muss hier weg. Ich habe keinen Regenschirm dabei. Ja, ist schon sehr schön gemacht hier. Finde ich. Da hinten waren auch noch irgendwo kleine Schäfchen. Ich weiß gar nicht genau wo. Oh, ist ja auch egal.
Wir sehen ihn noch früh genug oder noch spät genug, je nachdem, wie man es denn sieht, aus welcher Richtung. So, und hier ist die goldene Schriftrolle, die aktivieren wir, um von dieser Insel hier, von der ersten Insel, die nur ein kleines Tutorial ist, wegzukommen. Wollt ihr das Land wirklich verlassen? Klicke nochmal, um zu bestätigen. Aber hallo. Soll ja nicht langweilig werden, ne? Da wird geladen. Geladen. Geladen? Hallo, Insel? Nun, da ihr eure Macht kennt, sollten wir die griechische Hauptstadt besuchen. Ja, dort haben wir eine Menge Fans. Bitte erhöre uns. Hört nur. Hört ihr das? Das sind Gebete. Etwas Schreckliches scheint passiert zu sein. O Allmächtiger, erhöre uns in der Stunde der Not. Unsere Armeen sind besiegt. Die wenigen Überlebenden verstecken sich hier vor den Azteken. Und nun stehen sie vor der Stadt. Ich flehe dich an. Hilf uns! Oh, das sind aber viele. Oh nein! Eine riesige Armee der Azteken! Eine Invasion! Ach nein! Unsere Stadt wird belagert! Die Azteken haben unsere Truppen fast vollständig vernichtet. Wir werden alle sterben. Wie brutal das auch aussieht. Die Azteken haben die Mauer eingenommen. Sie schießen auf unsere Untertanen. Nehmt die Menschen und setzt sie in diesem Portal ab. Dort sind sie in Sicherheit. Machen wir das einfach hier. Ja, Menschen rein. Portal. Ort abgesetzt. Ja. Und wir sehen hier schon einen direkten Unterschied zu Black and White 1. Es gibt hier Armeen und Militär und alles. Nicht nur die Kreatur zum Kämpfen. Die brennenden Häuser schneiden unseren Gefolgsleuten den Weg ab. Setzt sie in den Portal ab. Jetzt wenden wir direkt alles an, was wir vorhin gelernt haben. Der Dorfbewohner ist in Sicherheit. Sehr gut. Ja, einfach alle reinstülpen hier. Keine lange Zeit hier verlieren. Nicht, dass sie alle abfackeln. Du auch. Na, Wumms. Was ist hier los? Was ist das für ein Krallen? Die Kreatur scheint ein seltsames Ritual abzuhalten. Was ist das denn für eine Kreatur? Wir müssen so viele Menschen wie möglich retten. Ein Vulkan. Das sieht nicht gut aus für die Menschen hier. Gar nicht gut. Was treiben diese verrückten Azteken da? Wir haben unsere Leute mit Fässern zerquetscht. Ist ja auch nicht die freundliche Art, ne? Da, aber was die können. Fässer, die den Hügel hinunterrollen. Zieh den das. Weg. Dann überrollen die Fässer diese dämlichen Azteken. Darf ich auch nochmal? Das können wir auch. Zack. Weg damit und runter. Einmal alle umgenietet. Meister, wir könnten diese Heuballen in Brand setzen. Dann rollen wir sie hinunter zu diesen Unholden. Schnappt ihr den brennenden Ast und zündet die Heuballen damit an. Wie viele da auch kommen. So, Ast geschnappt und hier einmal angefackelt. Zack. Einmal drüber gestrichen und runter damit. Und da sehen wir schon anhand der Symbole deren Ableben von den Menschen. Oh nein, noch ein Vulkan. Wir können niemanden mehr retten. Zweite Vulkan. Mehr können wir nicht tun, Herr. Wir haben viele Gefolgsleute und sind den Azteken entkommen. Jetzt müssen wir aufrüsten und diesen dämlichen Azteken in den Hintern treten. Aber zuerst unterwerfen wir die Wikinger. Oder wir befreien sie, damit sie sich uns anschließen. Ich denke, das hat noch Zeit.
Auf zu den Wikingern! Ja, hochleben die Wikinger und so, ne?